Liebe Zuschauer, wir wollen uns heute mit der Ausrüstung des römischen Legionärs beschäftigen. Milites compila misissent gladiis pugnabant. Als die Soldaten ihre Wurfspeere geschleudert hatten, kämpften sie mit dem Schwert. Hier die Vokabeln. Cum mit Konjunktiv, als, weil. Pilum, pili, neutrum, Wurfspeer. Gladius, gladii, Maskulinum, Schwert. Misi, ich habe geschickt oder ich habe geworfen. Pugnare, kämpfen. Milites compila misissent gladiis pugnabant. Als die Soldaten ihre Wurfspeere geschleudert hatten, kämpften sie mit dem Schwert. Miles, militis, Maskulinum, ist ein Substantiv der dritten Deklination. Zur dritten Deklination gehören, so hatten wir in den vorhergehenden Sendungen gesehen, Substantive aller drei Geschlechter. Wir wollen uns das noch einmal ansehen. Da das Geschlecht am Adjektiv leichter zu erkennen ist, nehmen wir jeweils ein Adjektiv hinzu. Versuchen Sie, das Geschlecht selbst zu bestimmen. Color albus, Maskulinum, die weiße Farbe. Hunus magnus, Maskulinum, eine hohe Ehre. Agar altus, Maskulinum, ein hoher Damm. Wir merken uns, die Substantive auf or, os und r sind in der Regel Maskulina. Oratio longa, Femininum, eine lange Rede. Aetas aurea, Femininum, das goldene Zeitalter. Salus publica, Femininum, das öffentliche Wohl. Clades magna, Femininum, eine schwere Niederlage. Classis romana, Femininum, die römische Flotte. Gens valida, Femininum, ein mächtiger Volksstamm. Lex antiqua, Femininum, ein altes Gesetz. Wir merken uns, die Substantive auf o, as, artis, us, utis, es und is, sowie die auf s mit vorhergehendem Konsonant, auch wenn sie zu x verschmolzen sind, wie bei lex, sind in der Regel femininer. Mare vastum, neutrum, das weite Meer. Animal ferrum, neutrum, das wilde Tier. Exemplar certum, neutrum, ein sicheres Abbild. Fulgur clarum, neutrum, der helle Blitz. Corpus sanum, neutrum, der gesunde Körper. Genus humanum, neutrum, das Menschengeschlecht. Omen malum, neutrum, ein schlechtes Vorzeichen. Wir merken uns, die Substantive auf e, al, ar, ur, us oris oder us eris und men sind in der Regel neutra. Die Ausnahmen von diesen Regeln finden Sie im Begleitmaterial, ebenso die Besonderheiten der dritten Deklination, von denen wir hier nur erwähnen wollen. Mönia, Mönium,
ist ein Pluralwort mit der Bedeutung die Stadtmauer. Im Singular und im Plural eine verschiedene Bedeutung hat finis, finis, Maskulinum, die Grenze, fines, finium, Maskulinum, das Gebiet. Tentorium militi aedes et penates sunt. Aedes et penates sunt heißt, sind Haus und Hausgötter. Die beiden Prädikatsnomina aedes, das Haus, und penates, die Hausgötter, stehen im Plural, daher sunt, ebenfalls im Plural. Das Subjekt ist tentorium, das Zelt. Wem ist das Zelt Haus und Hausgötter? Militi, dem Soldaten. Der ganze Satz heißt also, das Zelt ist dem Soldaten Haus und Hausgötter. Tentorium, das Zelt, gehörte nicht zur Ausrüstung des einzelnen römischen Soldaten, wohl aber Waffen und Geräte mit einem Gesamtgewicht von ungefähr 30 Kilogramm, die bei einem Marsch von durchschnittlich 20 bis 25 Kilometern täglich mitgeschleppt werden mussten. Wie sah diese Ausrüstung nun im Einzelnen aus? Bekleidet war der römische Legionär mit einem Leder- oder Eisenhelm mit Backen- und Nackenschutz und einem Lederpanzer, der später mit Eisenstücken verstärkt wurde. Der berittene Offizier trug einen metallenen Stückpanzer über einer roten Tunika und zusätzlich Beinschienen. Der kommandierende Feldherr war an seinem roten Feldherrnmantel zu erkennen. Die Waffen der römischen Soldaten wurden in der Zeit der ausgehenden Republik und in der Kaiserzeit in staatseigenen Manufakturen angefertigt. Die Hauptangriffswaffen waren Wurfspeer und Schwert. Der Wurfspeer war 1,50 Meter bis 1,80 Meter lang und er hatte einen Holzschaft, an dem verhältnismäßig weiches Eisen mit einer festen Spitze befestigt war. Beim Aufprall verbog sich das weiche Eisen, sodass der Wurfspeer nicht wieder zurückgeschleudert werden konnte. Das Schwert war mit 60 bis 70 Zentimetern verhältnismäßig kurz. Es hatte keine Parierstange und war für Hieb und Stich gleich gut verwendbar. Es wurde in einer Holzscheide getragen. Zur Verteidigung benutzte der römische Legionär den Schild. Er war mit Leder überzogen, rechteckig und gewölbt. Milites cum iter confecissent castra muniebant. Als die Soldaten den Marsch beendet hatten, befestigten sie ein Lager. Confecissent ist die Form des Konjunktiv plusquamperfekt aktiv. Beim Konjunktiv plusquamperfekt aktiv wird zwischen den Perfektstamm und die Personalendung isse eingeschoben. Bei amare haben wir also folgende Formen. Amavissem, ich hätte geliebt. Amavisses, du hättest geliebt. Amaviset, er sie es hätte geliebt. Amavissemus, wir hätten geliebt. Amavissetis, ihr hättet geliebt. Amavissent, sie hätten geliebt. Amavissem, amavisses, amaviset, amavissemus, amavissetis, amavissent. Bilden Sie nun selbst die Formen von monere, wie gesagt mit dem Perfektstamm. Hier monu. Monuissem, monuisses, monuisset, monuissemus, monuissetis, monuissent. Ebenso von audire. Audivissem, audivisses, audivisset, audivissemus, audivissetis, audivissent.
Desgleichen von legere. Legissem, legisses, legisset, legissemus, legissetis, legissent. Analog lauten die Formen von esse. Fuissem, ich wäre gewesen. Fuisses, du wärest gewesen. Fuisset, er sie es wäre gewesen. Fuissemus, wir wären gewesen. Fuissetis, ihr wäret gewesen. Fuissent, sie wären gewesen. Fuissem, fuisses, fuisset, fuissemus, fuissetis, fuissent. Und nun zu unserem Übungssatz. Milites castra vallo tamquam mönibus circumdabant. Das Prädikat heißt circumdabant, sie umgaben. Dritte Person Plural, Indikativ, Imperfekt, Aktiv von circumdare, umgeben. Wer? Milites, die Soldaten. Wen oder was umgaben die Soldaten? Castra, das Lager. Womit umgaben sie das Lager? Vallo, mit einem Wall. Tamquam, gleich wie. Mönibus, mit einer Stadtmauer. Mönia, so hatten wir vorhin gesehen, gehört zu den Pluralwörtern der dritten Deklination. Der Satz heißt in der Übersetzung, die Soldaten umgaben das Lager mit einem Wall, gleich wie mit einer Stadtmauer. Das war's wieder mal für heute. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.